Heute führt die Enz noch Niederwasser, doch morgen wird es wieder nasser. Servus. Scheiße, das ist jetzt schon das dritte Jahrhundert Hochwasser in 5 Jahren. Aber was soll ich machen? Soll ich rehren? Nimm noch mehr Wasser zusammen. Nein, der Papst, der Tochter, nein. Ich hab's ihr noch gar nicht gesagt, das, was wir da wieder für einen Scheiß haben jetzt. Nein, nein. Nein, die geht das nichts aus, sag ich. Die hat jetzt in Wien erst vor 2 Wochen einen neuen Job angefangen. Sie arbeitet in Wien am Telefon. Das ist eine depperte Mehrwertnummer, weißt du, wie ist das so? Ein richtig dreckiges Geschäft halt. Nein, nein, du musst überhaupt nichts selber machen. Das mache alles ich für dich. Gut, dann habe ich das jetzt eingetragen und dein News-Abo ist um 1 Jahr verlängert. Bist schon vorbeigefahren beim Städtenhof um? Den hat sich komplett niedergewaschelt. Tragisch. Ja, ja. Werden wir schauen, ob wir nicht doch den Turm noch aktivieren können, dass er mithilft, Schaufel, ne? Die echte Familie ist bei ihm im Second Life, sagt er. Aha, aha, aha. Wie schauen? Wie die schauen? Erklärt er mir seine Philosophie. Von dem Moment an, wenn er aufsteht in der Früh, bis auf Nacht, wenn er liegen geht, leidet er an der ganzen Welt. Hab ich gesagt, Mann, was willst du tun? Ey, nicht scheiße. Aber ich hab ja was anderes vor mit dir, jetzt hab ich ihn angemeldet. Spar-Lehrlingscasting. Ja, sind schon richtig, genau. Na, kommen Sie rein in den Garten. Einer mit auf mit Garten, wie jawohl. Grüß Gott, schau, der ganze Elf ist da. Hallo, grüß Gott. Na, ich sag nicht, ich bin ruiniert. Sag's nicht. Aber gut, dass ich euch einmal da habe. Jetzt will ich einmal der Kasperdorf. Das ist wichtig jetzt für den OF. Pass auf. Private Angelegenheit jetzt Anliegen von mir. Wenn ich das sagen darf in die Kamera. Ja, weiß ja nicht, ey. Pass auf. Mir geht die Millionenshow schon so am Arsch. Das wird sich auch diesmal wieder auszahlen, dass wir Wien rausgefahren sind. Was? Na gut, mein Gott, lieb ist er auch noch. Na, da braucht man nicht mehr schauen. Der Gürtel ist gestorben, schon vor 5 Jahren. Na, suchen wir was mit Niveau oder nicht? Ja, eben. Na, die sind jetzt woanders. In Floridsdorf draußen bei den Baumärkten. Hallo, hallo, hallo und grüß Gott. Hm? Pass auf, da bleib ich jetzt stehen. Das ist ja unglaublich. Da siehst du das meiste. Und wir haben schon den Sieger der Sendung Maura sucht Frau. Ne? Ja! Liebe Mädels und Jungs! Heute geht's um Leben und Tod. Jeder Fehler wird da draußen bitter bestraft. Insofern, herzlich willkommen zum Spar-Lehrlings-Casting. Kurz merkst du, pass auf. Vibrieren. Leitner. Ja. Was? Martin Leitner, ja, ist mein Bruder, genau. Na, ist der da ein Trottel? Ja. Was? Ja, beim Lehrlingscasting, das habe ich sicher war er tut. Aber er wollte den Auswahlprozess beschleunigen.
mit meinem Gewehr. Scheiße, Alter, du. Na, was soll ich machen jetzt? Na, ich hab die alle umpumpft. Das hilft mir nicht. Ins Gefängnis geh ich nicht, liebe Freunde. Da bleibt mir nichts über. So, pass auf. Du, dann hätte ich eine Bitte an dich noch. Kennst du mir einen Gefallen tun? Ja, bitte. Wenn wir wirklich anlegen, kannst du für mich bitte im Second Life weiterspielen? Na, wenn gut, gibst du mir dann ja noch, weißt du? Oh, ja, grüß Gott! Die Frau Spierer! Grüß Gott! Grüß Gott! Mein Name ist Rosalinde. Ich bin 84 Jahre alt und suche auf diesem Wege einen Lebensgefährten. Wir müssen ja nicht gleich das ganze Leben miteinander teilen. Aber die Miete wäre halt schön. Ich soll singen? Na, also Frau Spira, bitte, es geht wirklich nicht mehr. Die Stimme ist auch schon angetanzt, die hört. Und dazu auch noch tanzen? Also Frau Spira, hören Sie jetzt bitte. Ich noch. Schon irgendwie schlimm, Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wir schwingen unser linkes Bein behende aus dem Bett. Der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vors Klosett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Heute bleibt die Dusche kalt, das Wasserrohr ist hin. Wir gleiten auf den Fliesen aus und prellen uns den Steiß. Als Krönung schmeckt der Kaffee heute irgendwie nach Schweiß.